Wir kommen jetzt zum dritten Teil der Prüfung. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Sie sollen hier gemeinsam etwas für eine Party planen. Dazu bekommen Sie einige Fragen, über die Sie sprechen sollen. Wenn Sie bereit sind, dann beginnen Sie bitte. Hallo Johanna, wie geht's dir? Hallo Monika, danke, mir geht's gut. Und dir? Alles bestens, danke. Warum wolltest du, dass wir uns heute treffen? Unser Deutschkurs ist zu Ende, Johanna. Wir sollten unbedingt eine Party organisieren, um zu feiern. Stimmt, wir haben ja darüber vor einer Woche gesprochen. Und natürlich laden wir alle Teilnehmenden und Frau Offenbach ein. Klingt nach einer guten Idee. Dann sollten wir zuerst Zeit und Ort für die Party bestimmen. Hast du Vorschläge, wann wir feiern könnten? Meiner Meinung nach sollten wir die Party am Wochenende organisieren. Vielleicht am nächsten Samstag. Dann haben alle sicher frei und können dabei sein. Ja, du hast recht, aber Nicole ist bis zum nächsten Samstag krankgeschrieben. Was denkst du über das übernächste Wochenende? Das sollte auch klappen. Vielleicht können wir in unserem gemeinsamen Chat mal fragen, was die anderen davon halten. Genau, das mache ich. Ich habe mich schon mit Frau Offenbach über den Ort für die Party unterhalten. Und was meinen Sie? Sie hat versprochen, einen freien Raum zu besorgen. Sobald sie den findet, gibt sie mir Bescheid. Super, dann haben wir diese Punkte abgehakt. Nun, was sollen wir zum Essen und Trinken kaufen? Ohne Zweifel etwas Leckeres und Süßes. Vielleicht Käsekuchen und Limonade? Käsekuchen und Limonade? Ich glaube, wir sollten etwas Gesünderes mitbringen. Was hältst du von Knödeln und Orangensaft? Knödel und Orangensaft? Nein, das geht gar nicht. Wir veranstalten kein Mittagessen in der Mensa, sondern eine Feier. Dann vielleicht besser Schnitzel mit Pommes oder Salat und Cola? Okay, das klingt schon besser. Und ich würde noch Pizza bestellen, sonst sieht das Ganze nicht wie eine Party aus. Sehr schön. Und wie machen wir das mit dem Geld? Ich kann das Geld erstmal vorstrecken und jeder kann mir später seinen Anteil geben. Schreibst du das nachher in den Chat? Ja, selbstverständlich. Jeder kann mir das Geld bar geben oder auf mein Konto überweisen. Übrigens, möchtest du für die Musik verantwortlich sein? Gerne. Ich bringe meinen Laptop und Lautsprecher mit. Was für Musik sollte ich mitbringen? Frag am besten im Chat und finde heraus, wer worauf steht. Wenn wir Wünsche und Vorlieben von anderen hören, werden alle mit unserer Party zufrieden sein. Richtig, heute Abend frage ich alle. Prima. Hoffentlich meldet sich Frau Offenbach bald und wir können das genaue Datum festlegen. Ja, das wäre super. Also abgemacht, du besorgst Essen und Getränke und ich bin für unsere Playlist zuständig. Genau, falls noch etwas ist, schreibe ich dich an. Ja, gerne. Dann bis bald. Tschüss. Bis später. Mach's gut.